Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Ja, im letzten Part haben wir angefangen mit dem Spiel, sind auf dieses Schiff, wir müssen irgendwie herausfinden, eigentlich wollten wir das Schiff nur reparieren und dachten, nur nichts Besonderes, aber irgendwas ist hier seltsam, irgendwas ist, stinkt hier, und zwar gewaltig, und es ist nicht dieser abgefuckte Raumanzug, den ich anhab. Ich bin, glaube ich, noch so lang im Tutorial und ich bekomme immer so kleine grüne Fenster aufgeploppt, die mir sagen, was ich tun kann. B ist der Lokalisierer, da finde ich mein nächstes Einsatzziel. M ist der Kartenbildschirm, B Brotkrümel. Ah, ich verstehe. M ist der Kartenbildschirm und Aufgabenbildschirm ist J. B ist der Lokalisierer. Moment mal, das ist nicht nur B, sondern auch STRG. Ah, okay. J ist Aufgaben. Sicherheitsteam folgen, Hangertür öffnen, Sicherheitskonsole aktivieren. Ach, da kann ich auch sehen, was ich schon erfolgreich gemacht habe. Und was war das andere? Ich glaube, das andere war die Karte. Ja, das andere war die Karte. Aber das ist mir jetzt noch zu kompliziert. Ich möchte auch noch umschauen, ob es hier noch irgendwelche Sachen gibt. Da ist ein Feuerlöscher, damit können wir nichts anfangen, denke ich mal. Na, einfach mal umschauen. Ich spiele solche Spiele mal. Ja, ich spiele solche Spiele immer sehr gern möglichst gründlich durch und versuche immer alles zu erkunden. Was ist das hier? Spiel speichern. Ah, ich sehe schon, ich habe nur vorgegebene Speicherpunkte. Annehmen. Achso, ich muss hier auf Annehmen drücken. Mit der Maustaste kann ich mich umschauen. Okay. Moment, da liegt was, oder? Nee. Das sah so leuchtend aus. Da dachte ich, ich kann vielleicht was nehmen. Nee. Da ist eine Zeitschrift. Kann ich da was lernen? Nee, wir sind hier nicht in Fallout. Na gut. Dann würde ich sagen, mach mal einfach weiter. Ja, ich werde am Anfang jetzt eben ein bisschen vorsichtig sein und langsam sein. Weil ich eben alles erkunden möchte und mich in dem Spiel noch gar nicht auskennen. Also vorsichtig herantasten. So. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Oh oh. Quarantäne. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Fitness-System wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Was zum Teufel? Warte! Irgendwas ist hier mit uns im Raum. Nein, das ist verschlossen! Wow! What the fuck? Komm schon! Ja! Alter, was bringst du wieder? Die Türen sind offen! Weg hier! Wie, die Türen sind offen? Ich bin eingesperrt! Ach da! What the fuck? Oh. Nicht umdrehen! Oh Gott! Oh Gott, es ist hinter mir! Es tötet mich! Was zum... Ich kann nicht schneller laufen. Oh mein Gott. Geh wieder. Puh. Hey, Alter, ich bin am Anfang vom Spiel. Das finde ich jetzt ein bisschen asozial. What the fuck? Boah, das macht auf. Ja, geh weg. Oh. Alter, willst du mich verarschen, Spiel? Ja, okay. Alles ist cool, alles ist cool. Ich bin in Sicherheit, ich bin in einem Aufzug. Die Hälfte von meinem... Nein, ich glaube fast das ganze Team ist bereits tot und wir sind hier noch zu zweit. Und ich möchte nicht aus diesem Aufzug raus. Okay. Oh, da liegt was. Zielmodus Rechtsklick, schließen... Nachladen ist R, Schießen ist rechts plus links. Aufstampfen ist Leertaste, okay. Schlagen ist links, okay. Ah ja, okay, kann ich schießen. Okay. Ich würde dir helfen, aber da ist zu, ne? Gibt's hier noch irgendwo was? Kann ich woanders hin? Ich kann hier nichts machen!
Kann ich... Ach so, Moment. Vielleicht kann ich das Ding aufschießen. Ah, ich will da gar nicht rein. What the fuck? Alter Schwede. Okay, das sieht irgendwie ein bisschen menschlich aus. So, nehme ich das mal mit. Also, warum ist da hinten auch... Ach so, das ist vom Aufzugfeuer. Okay, ich merke schon, wie der Puls hochgeht. Uah. Da ist noch was. Da ist eine Leiche. Hast du nichts dabei für mich? Hallo? Ist was dabei? Nö. Okay. Irgendwie... Ah. Scheiß Soccer-Spiele. Okay, ich bin ein bisschen panisch. Das liegt vielleicht daran, weil überall Monster sind. Gesundheitsanzeige ist hinten, okay? Ah ja, und die Gesundheitstaste ist Q. Medipack. Was war das? Kann ich da irgendwas wegmachen? Nee. Gehen wir mal weiter. Überall gibt's hier Lärm und... Oh. Vorsichtig, vorsichtig. Was mache ich da? Erstmal umgucken. Isaac? Isaac! Ja? Kannst du glauben, dass du es geschafft hast? Isaac, da war noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie. Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nicole zu finden. Alles klar. Nutzen Sie den Kartenbildschirm, um Einsatzziele und wichtige Orte zu checken. E-Aufgabe ändern. Aha, okay. M ist Karte, in E ist Aufgabe ändern. Puh, okay. Wir werden hier ganz schön gefordert, gleich am Anfang vom Spiel. Platine benötigt. Okay, ich brauche irgendeine Platine, sonst kann ich da nichts machen. Was brauche ich hier? Monorail beschädigt. Ich kann hier auch nichts aufheben. Hey, eine Sexmagazin. Was steht da? Bitterstar Sport. Ach, keine Ahnung, was da steht. Da meine Speicherstation. Okay. Ich will da gar nicht rein. Was ist das hier eigentlich alles? Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Ich denke mal, das werde ich erst im Laufe des Spiels herausfinden. Wir können ja einfach mal so Just-Verfahren unseren Spielstand überspeichern. Überschreiben. Annehmen muss ich drücken, genau. Yep. Okay, dann gehen wir mal weiter. Das kann ja was werden. Kommt näher, ihr Viecher. Ich sehe da hinten einen Schatten. Wow, es ist nicht tot. Wow.
Alter, kannst du mal endlich sterben? Bist du jetzt tot? Kann ich nicht nachladen? Was? Ich habe keine Munition mehr. Hey, die gehen ja ganz schön geizig mit der Munition um. Okay. Aber die Viecher lassen ja alle zum Glück was fallen, wie es aussieht. Da geht's lang und da geht's lang. Wo will ich denn zuerst hin? Ach, ich könnte mich ja mit der Karte einfach mal vertraut machen. Y ist größer. Wie kann ich... ja, hier kann ich drehen und alles. Da vorne ist eine verschlossene Tür. Sehe ich das richtig? Oh Gott, diese Karte. Ah ja. Da vorne geht es nicht weiter. Dann gehe ich erstmal da lang, wo es nicht weitergeht. Ach so, da ist nichts mehr. Was ist das? Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Ja, ich kann auch noch aufstampfen. Fällt mir auf. Alter, dieses Viech. Ich dachte, es ist tot. Speichern. Ich weiß schon, warum ich bisher solche Spiele nicht gespielt habe. Boah. Okay. Speichern. Es geht auch gleich voll extrem los irgendwie. Voll die Viecher. So. Dann gucken wir mal. Dann geht's hier weiter. So, mit E. Du bist ein Mensch, du bist dort. Nein. Nein, du bleibst doch tot, hoffe ich mal. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen, zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Das heißt, ich muss... Zerstücken Sie den Gegner, um sie zu verlangsamen. Warum sagt er mir das vor dieser Tür? Hallo? Hallo? Okay, hier ist nichts. Nein, die Tür ist verschlossen! Das gefällt mir nicht. Warum ist diese Tür verschlossen? Credits! Ich nehme sie mit. Warum habe ich das Gefühl, dass jetzt gleich mehr als ein Gegner kommen wird? Springen. Nein, ich kann nur aufstampfen. Ich kann nicht springen in diesem Spiel. Was war das? Leute, das ist überhaupt nicht mein Ding irgendwie. Was habe ich denn jetzt bekommen? Stase. Wie kann ich auf Stase wechseln? Das scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das Stase-Modul, das du gerade aufgerufen hast. Ja, wie kann ich das machen? Stase Station, vielleicht da? Stase! Was machst du? Gib mir Stase! Ich verstehe das nicht. Was soll ich hier machen? Na, Leute. Das war's auf jeden Fall von diesem Part. Was wir machen müssen oder wie auch immer das geht, das werde ich beim nächsten Mal herausfinden müssen. Ja, bis dann und ciao, ciao. Euer Blacky.